Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Technik und heute haben wir unsere technische Beratung dabei, den Elmo. Hallo. Du hast mal Vespa gelernt, ne? Jawohl. Weißt du dann, was ein Stößel ist? Jawohl. Wo hat man denn beim Vespa-Roller? Das war ein Zweitakter, oder? Jawohl. Da braucht man sowas nicht. Gibt es da keinen Stößel? Nein. Echt nicht? Nee, weiter. Ja. Das geht auch ohne das Stößel? Das läuft ohne Stößel, ohne Kette, ohne alles. Vespa also, läuft und läuft und läuft. Wenn ihr Fragen habt zu Vespa, schreibt es unten drunter, aber macht es so klein, dass ich es nicht lese. Okay? Ja, so ein Boxermotor ist nicht jedermanns Sache, aber wir haben uns ja darauf spezialisiert. Und da kann es immer wieder mal vorkommen, dass man so einen Stößel aus dem Motorblock zieht. Wenn wir uns das mal genau anschauen, dann sehen wir, dass alle drei unterschiedlich sind. Nicht in der Länge, nicht im Durchmesser, sondern oben drauf. Siehst du den Unterschied? Auf der Oberfläche einer glatt und die anderen vernagelt. Das hört sich gut an, nageln. Wo wir wieder beim Thema sind, Sexismus, politische Sprüche lassen wir bitte aus dem Film hausen. Okay, gehen wir mal zum Technischen über. Hier an diesem Platz ist nochmal die Kurbelwelle. Die Kurbelwelle hat ein Kettenrad und treibt die Nockenwelle an. Von der Nockenwelle aus wird die Kraft auf diese Stößel übertragen und vom Stößel auf Stoßstangen auf die Kipphebel und die steuern die Ventile. Also da unten ist richtig Schmackes drauf. Warum gehen die kaputt? Warum? Weil die meisten Piloten ihr Standgas zu niedrig haben und dann kriegt jedes Mal der Stößel voll an den Kämmert und das Problem ist, dass der Öldruck da nicht gut genug ist. Oder nächster Fall ist, weil sie denken, sie müssen mit billigem Automobilöl rumfahren. Das ist ein luftgekühlter Boxermotor und der braucht auch ein gutes Öl. Also irgendwas um die 20W50, wir schwören da auf Rock Oil. Ihr müsst dem Motorblock was Gutes gönnen. Ihr gebt einen Haufen Geld für Klamotten und für Motorräder aus, dann dürft ihr hier nicht das Sparen anfangen. Wenn der Ölfilm abreißt oder halt die Drehzahl einfach zu niedrig im Stand ist und man lässt das Ding lang hämmern, dann kriegt die, hört ihr das, jedes Mal eine voll verbreddert. Und davon kommen diese Nägel, diese Einschläge. Was kann man machen, wenn man das findet? Man geht zum Vertreter des Vertrauens, zum BMW-Händler, bestellt sich da einfach vier neue. Funktioniert. Oder man bestellt bei uns im Shop. Hast du im Shop bei uns bestellt? Ne? Und bekommt einen Wankstößel. Der Unterschied ist riesig. Der ist offen, der ist geschlossen. In den läuft Öl rein. Also auch wenn der jetzt offen ist und im ersten Moment leichter aussieht, wäre er schwerer. Und wir gehen jetzt mal rüber zur Waage. Schaut euch unsere Waage nicht so genau an. Das ist jetzt der Originale. Und das ist der deutlich leichtere Wank. Bei einem Drehzahlbereich von um die 3.500, in dem wir uns eigentlich immer bewegen, merkst du den unwahrscheinlich. Ja, hier seht ihr unseren Spannmotor. Kannst du mal kurz einen Überschwenken? Da kommen wir da rein. Willkommen hin. Da sieht man auch die Steuerkette, Steuerkettenrad. Hier Nockenwelle, hier Kurbelwelle. Und wenn wir das Ganze hier drehen, dann bewegen sich da oben drin die Stößel. Wir haben da 1070 Kubik drauf und da kann ich mir nichts anderes vorstellen, als schon als Prophylaxe diese Wankstößel einzubauen. Wäre totaler Schwachsinn, damit Originalen zu arbeiten. Gewicht ist ganz klar, aber nicht Gewicht als Masse, sondern als bewegte Masse. Außen leichte Ventileinstellschrauben. Ja, was will ich noch sagen dazu? Ne? Ich denke, das liegt auf der Hand. Wankstößel, saubere Nockenwelle, gutes Öl, lange Lebensdauer. Hast du noch was fest? Hast du noch Fragen dazu? Was sagt der Elmar dazu? War einleuchtend, oder? Wie ich dir gezeigt habe. Ne?
Wir haben auch noch nie kaputte rausgebaut, ne? Wird's ja irgendwann kaputte Wandstößel? Ja. Wird es bestimmt irgendwann mal geben, aber durch die Laufleistung, ne? Aber nicht, weil die Qualität nicht passt. Sondern das macht der Thomas echt spitze. Also gut. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns Instagram, Facebook und wo auch sonst. Macht die Glocke an. Ding. Danke fürs Zuschauen. Euer Manuel von SWD Sports. Piu.